Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Und ich habe heute Brigitte Rumpold. Sie ist Expertin auf dem Gebiet kaltes Rotlicht. Und das finde ich sehr spannend, dieses Thema, weil es steckt eine unglaubliche Kraft in diesem Licht und kann auf so vielen Ebenen im Körper wirken. Und wie die Zusammenhänge funktionieren und worauf es besonders wichtig ist, auch zu achten, wenn man eben damit arbeitet. Darüber werden wir heute einiges erfahren in unserem Interview. Ich freue mich sehr, dass sie heute zugeschaltet ist. Hallo, liebe Brigitte. Ja. Hallo, Corinna. Hallo. Liebe Grüße. Schöne Grüße aus Wien. Ja, aus Wien, du. Unglaublich. Schön, dass wir auf diesem Weg kommunizieren dürfen. Und ich freue mich wirklich sehr. Heute haben wir heute unser erstes Interview gemeinsam. Und das Thema kaltes Rotlicht ist für mich ein neues Thema. Und ich bin sehr gespannt, was du mir darüber alles berichten wirst. Sehr, sehr, sehr gerne. Kaltes Rotlicht ist ja schon mal als Begriff etwas Kontroverses, weil jeder stellt sich automatisch vor, wenn er rot hört, denkt er an warm. Und das ist genau natürlich, weil das Wort schon sagt, kaltes Rotlicht hat gar keinen Wärmeanteil drinnen. Und da möchte ich ein bisschen die Vergleiche hernehmen. Wenn ich das gesamte Frequenzspektrum der Sonne hernehme, dann habe ich den einen großen Bereich UV-Licht. Dann habe ich den ganz, ganz kleinen Bereich sichtbares Licht und dann einen ganz großen Bereich wieder Infrarot. Und dieser ganz kleine sichtbare Bereich ist der, der eigentlich auch dafür verantwortlich ist, dass wir überhaupt Farben sehen. Mhm. Und der beinhaltet überhaupt keine Wärme. Und da drin gibt es jetzt noch einmal einen schmäleren Bereich. Das ist das Rotlicht. Das ist ein sehr schmales Band gegenüber allen anderen. Noch schmäler ist grün. Und der hat ganz besondere Eigenschaften. Wir kennen es ein bisschen vom Gefühl her vom Abendrot. Das ist das gleiche Frequenzspektrum, wie wir es aus dem Abendrot haben. Dort erleben wir ja, wenn wir uns das anschauen und vor seinem Abendrot sitzen, wie gut uns das tut. Ja. Nicht nur, weil es so schön ist, sondern einfach auch, weil es beruhigt, weil es nervlich alles runterfährt. Und genau dieser Bereich des Lichts ist derjenige, der therapeutisch so wirksam ist. Man könnte fast sagen, wenn man das in ein Gerät packt, habe ich ein Medikament geschaffen. Und so ist es ja vielerorts passiert. Aber noch als Vergleich, damit man sich das deutlicher noch vor Augen führt, wenn ich zum Beispiel eine Kerze mir anschaue, dann ist die innen drinnen nicht rot, sondern ist die blau. Weil das ist der Bereich der größten Wärme, der größten Hitze. Und ebenso, und das gefällt mir immer unheimlich gut, wenn Sterne auf die Welt kommen, wenn sie geboren werden, dann sind sie tiefblau, sind sie im tiefblauen Bereich. Also das sind Heißsporne. Und wenn sie dann nach Jahrhunderten von Jahren verglühen, dann sind sie im roten Bereich. Das heißt, es wird alles kalt. Das heißt, dieses kalte Rotlicht besitzt keine Wärmeanteile mehr und hat ganz spezielle Eigenschaften, die wir therapeutisch wunderbar nutzen können. Vor allem, weil es die Eigenschaft hat, sehr, sehr tief einzudringen. Das kann kein anderer Bereich des sichtbaren Lichts, natürlich das Infrarot, das aber wiederum Wärme ist, das dringt dann noch tiefer ein. Aber aus dem sichtbaren Bereich ist dieser Rotlichtbereich der tiefst eindringende. Der geht sozusagen durch das gesamte Wasser der Zellen, einfach marschiert da durch. Also wir haben Aufnahmen selber gemacht, wo wir gesehen haben, dass beispielsweise beim Schlucken von einer Kamera, um zu beobachten, wie Stimmbänder reagieren auf Rotlicht, haben wir eine Mitarbeiterin gehabt, die hat eine Kamera geschluckt. Dann haben wir das bestrahlt und man hat richtig gesehen, wie das Licht vorne rein und hinten wieder rausmarschiert ist. Also wow. Es geht wirklich unglaublich durchs Gewebe durch und hat natürlich dann Effekte, die inzwischen weltweit sehr gut erforscht sind. Ja, jetzt bist du eher auf dem Gebiet Forschung voll im Thema drin. Was sind in diesen Forschungsergebnissen für dich wirklich die Ergebnisse, wo du sagst, unglaublich, also das ist ja der absolut Hammer, ja. Das ist deswegen gar nicht so leicht zu beantworten, weil dieses Licht ist wie eine Tür, die du aufmachst und es geht dann dorthin, wo du es brauchst. Mhm. Also es geht sowohl in die Richtung Entzündungen und weil es regulativ wirkt,
kühlt es, aber es wärmt auch dort, wo es nötig ist. Also Beispiel nehme ich jetzt, wenn ich einen Blutdruck, wenn ich Blutdruck hernehme, dann kann es den sowohl steigern als auch senken. Ah, okay. Das heißt, es wirkt ausgleichend. Und deswegen kann man nicht ganz einfach nur sagen, es hat genau nur diese Wirkungen, sondern es wirkt wirklich fast systemisch, könnte man sagen. Mir gefallen eigentlich am besten die Themen, wo es um die Entzündungen geht. Mhm. Weil Entzündungen sind an so vielen Themen beteiligt. Also ganz egal, was ich nehme, ob es eine Verletzung ist, ob es ein chronisches Geschehen ist, es sind fast immer überall Entzündungen dabei. Und wenn ich es schaffe, diese Entzündungen zu behandeln, dann kann ich auch quasi die Krankheit behandeln. Da würde ich jetzt mal gerade auf die Ergebnisse eurer Studie, die habe ich mir angeschaut zum Thema Hashimoto. Das ist ja gerade ein ganz brisantes Thema auch bei, was habt ihr da für Erkenntnisse? Also da muss ich dir sagen, das ist nicht von uns. Mhm. Das haben nicht wir gemacht. Das ist eine internationale Studie gewesen, wo wirklich man sagen konnte, dass nach drei Monaten konnten die Medikamente abgesetzt werden. Mhm. Oder sogar noch früher. Aber da muss ich wirklich darauf verweisen, dass ich darüber nicht so viel Auskunft geben kann, weil es nicht eine selber fabrizierte Studie ist. Ich weiß nur, dass es hervorragend bei Hashimoto wirkt. Mhm. Also da muss man wirklich dann auf die verweisen, die es wirklich gemacht haben. Ja, ist doch super, wenn wir eben die Erfahrungen dann schon schwarz auf weiß haben. Vor allen Dingen, weil ja eben aus der Schulmedizin aktuell ja mal eben nur das Thema Dauermedikation als Lösung angebracht wird. Ist es ja schon mal schön zu sehen. Weitere Wundheilungseffekte habt ihr dann im Bereich gerade Diabetes? Also Wundheilung ist extrem gut dokumentiert. Mhm. Vielleicht vorneweg noch einen Satz, lass mich sagen. Wenn man jetzt dieses Rotlicht mit einer entsprechenden Intensität versorgt, das ist ganz wichtig, weil sagen viele, Rotlichtlampe kenne ich. Das kann man jetzt nicht vergleichen, ja. Das ist eine ganz andere Schiene. Sondern ich brauche eine ganz bestimmte Intensität und die ist ziemlich hoch, entspricht eigentlich schon einem sehr guten Laser. Dann habe ich diese Effekte, von denen wir gesprochen haben. Also Wundheilung zum Beispiel ist ein wunderbares Beispiel dafür, vor allem wo wir sehr schnell sehen, wie es funktioniert, ist im Bereich von diabetischen Ulzera. Mhm. Also das ist ein ganz großes Gebiet mit großem Erfolg, wo wir auch sehr gute Untersuchungen gemacht haben. Jetzt genau gerade passiert wieder eine Untersuchung im Bereich, also eine klinische Studie im Bereich von Spalthaut. Also wenn man wirklich Operationen im Bauchbereich macht, große Operationen, wie schnell man dann wieder so weit kommt, dass die Wunde wieder verheilt. Das war wirklich erstaunlich. Dekubitus ist ein ganz großes Thema. Und was bei der Wundheilung für uns jetzt auch noch dazu kommt, da bin ich jetzt auch gerade sehr stolz drauf, das ist gerade fertig geworden, dass wir eine Untersuchung gemacht haben mit multiresistenten Keimen in Wunden. Oh. Das ist ja ein Gebiet, das noch größer ist als Corona, als Covid. Also es sterben an diesen Themen wirklich wesentlich mehr Leute als an anderen Dingen. Und da haben wir wirklich sehr umfassende Studien gemacht, wie gut man das behandeln kann. Wie erklärst du dir das jetzt genau? Weil man hört ja auch viel, hier haben wir ein Infrarotgerät und hier haben wir ein Gerät. Und man tendiert ja auch immer wieder dazu, alles über einen Kamm zu scheren. Ich weiß aus unseren Gesprächen, dass ihr natürlich da auch noch mal ein ganz anderes Beratungspersonal habt. Ja, ein Fachpersonal, die da wirklich Krankenschwestern, die zum Einsatz kommen. Mich würde wirklich interessieren, wo liegt der wirkliche Qualitätsunterschied auch in diesem kalten Rotlicht, was ihr jetzt wirklich umsetzt mit den Patienten? Ja, dass man nicht diese pauschal, ja, ist alles das Gleiche und wirkt gleich. Mhm. Ja, also vielleicht schon einmal angefangen damit, dass wir, also wie wir das Patent bekommen haben für diese Entwicklung, haben wir die Frage, machen wir ein Wellnessprodukt oder ein Medizinprodukt? Mhm. Und diese Entscheidung war dann ganz klar, weil es schon sehr von der TU, von der Technischen Universität Wien, sehr große Vorstudien gegeben hat im Bereich der Entzündung. Also war ganz klar, wir müssen in ein Medizinprodukt gehen. Was bedeutet, dass
oder im Umkehrschluss, als Wellnessprodukt darf ich nicht zu einem Arzt gehen, ich darf nicht im Krankenhaus behandeln, ich darf keine einzige medizinische Aussage machen und all diese Themen. Wir wollten aber, das war mein ganz erklärter Wunsch, dass wir mit dieser wirklich, wie soll ich sagen, so umfassend tollen Therapie, dass wir das auch in, so weit in die Ärzteschaft bringen können, dass die das wieder ihren Patienten geben. Das war mir also ein ganz großes Anliegen, weil sonst sind wir immer so ein bisschen im Untergrund. Wir dürfen keine Aussage machen. Ne? Und deswegen Medizinprodukt, das war kompliziert genug. Das haben wir dann gemacht. Was natürlich für den Kunden, und das ist jetzt der Unterschied, dem Patienten, wie auch immer, bedeutet maximale Sicherheit und nachgewiesene Wirksamkeit. Es bedeutet aber auch, dass wir nicht referenzieren können auf Studien, die andere gemacht haben, sondern wir müssen sie selber machen. Mhm. Aber ich muss dir sagen, unser ganz großer Erfahrungsschatz ist eigentlich der, den wir durch, wir haben jetzt rund 60 oder 70 Krankenhäuser, die damit arbeiten und mehrere hundert Ärzte, was wir von dort bekommen. Das sind jetzt genau die Bereiche, wo uns die wo die Therapie weitergeht, weil das kommt aus der Praxis, das kommt aus der Erfahrung. Und dann kommt der nächste Schritt, da schauen wir uns die Grundlagen an, was passiert in der Zelle. Also wenn uns jetzt jemand sagt, ich sage jetzt mal nur ein Beispiel, das läuft jetzt gerade nicht aktuell, aber es ist ein Thema, nehmen wir an, es würde im Bereich von Alzheimer, ja, da gibt es auch schon Untersuchungen. Und es gibt einen Arzt, der hat uns mitgeteilt, er setzt das schon recht erfolgreich ein. Damit ich das fortführen kann, muss ich natürlich wieder eine Untersuchung machen. Aber der Anreiz kommt von dem, der in der Praxis arbeitet. Wow, super. Und das ist eben dieser Riesenschatz, den wir da haben, der sich daraus ergeben hat und eben auch durch unsere Krankenschwestern, die diese Behandlungen immer dem anpassen, was jetzt gerade wieder als Antwort vom Markt kommt. Mhm. Und das macht es so qualitativ so wertvoll. Ne? Ja, für diejenigen, die sich jetzt mit dem Thema noch gar nicht befasst haben. Wie kann man sich das jetzt wirklich vorstellen in der Praxis, in der Umsetzung als Zuschauer? Wie kann ich das anwenden? Also wir machen das so, dass das Gerät im ersten Schritt zum Großteil vermietet wird. Und in dieser Vermietungszeit wird der Patient von unseren Krankenschwestern konsequent betreut, so lange, bis er wirklich schmerzfrei, entzündungsfrei, was auch immer sein Problem ist, bis er das hat. Und dann entscheidet er, gibt das zurück oder behält das. Er wird auf jeden Fall immer so, wir haben wie eine rote Leitung, die es bei uns gibt zu unseren Kunden, Patienten, Klienten. Wir haben auch eine Ärztin, die eine Telefonhotline hat bei uns, wo wir regelmäßig da, wo Sprechstunden, Online-Sprechstunden stattfinden, die man nutzen kann. Also es gibt verschiedene Wege, aber der Grundweg ist immer der, ausprobieren, betreut werden, schauen, wie weit es mir hilft, weil es ist ja nicht so, dass sie immer alles jedem hilft. Also es gibt sicherlich Bereiche, wir haben ungefähr, du kannst sagen, 5-10%, wo es nicht hilft. Das muss man auch fairerweise sagen. Mhm. Und dann geben es die Leute zurück und ja, gut ist. Aber man darf nicht vergessen, dass Rotlicht jetzt generell nicht nur an diesen punktuellen Situationen arbeitet, sondern es verbessert zum Beispiel die Immunabwehr. Das merke ich jetzt im Moment mal gar nicht. Das will ich jetzt gar nicht auf uns beziehen, ja, sondern generell, dass Rotlicht diese Fähigkeiten hat, weil die Leukozyten dieses Rotlicht absorbieren, beispielsweise. Mhm. Oder Schlafqualität. Schlafqualität am Abend im roten Licht, das muss überhaupt gar nicht, das kann gar nicht, das kann ein ganz einfaches Rotlicht sein. Am Abend Rotlicht auf dem Solarplexus, schlafst du wunderbar. Umso schlimmer, dass wir dieses Blaulicht dann abends haben, ja, wenn man sich das mal. Das ist genau dann das Gegenteil, was ich eigentlich vorher schon erzählt habe. Das ist genau das Gegenteil, dass man genau vom Fernseher, vom Computer mit dem Blaulicht das Schlafproblem bekommt. Und das Rotlicht auf den Solarplexus ist ja eine Schlaftablette. Mhm. Na? Und da gibt es so verschiedene Dinge, die man sich selber, wo man sich selber Gutes tun kann damit. Oder ich kann einfach jetzt auch hergehen, ich kann auf meinem Laptop, mache ich mir eine rote Folie drauf und kann einfach auf diese Art und Weise mir auch ein Gefühl der Beruhigung geben.
Also es muss nicht immer Bestrahlung sein, es kann einfach auch dieser Effekt des Hinschauens sein, der mir da schon hilft. Ja, super spannend. Bei der Umsetzung, gerade auch was nochmal andere Geschichten angeht, wir haben jetzt das Thema Entzündungen gehabt, aber auch, wir haben ja Sehnen, Knochen, Knorpel, Geschichten. Genau. Wie sieht es da aus mit dem kalten Rotlicht? Also hier haben wir auch schon, und nicht nur wir, sondern muss ich auch sagen, wieder gerade in Russland gibt es ja sehr intensive Forschungen, in Japan gibt es da intensive Forschungen, zum Beispiel Stammzellen. Stammzellen ist ein ganz großes Gebiet inzwischen, an dem wir jetzt auch gerade dran sind. Dann haben wir jetzt gerade ein Ergebnis bekommen, Knorpel, die Regeneration von Knorpelgewebe ist etwas, was langwierig ist, aber es ist die Frage, wenn ich jetzt anfange zu merken, ich kriege ein Problem im Knie, dann habe ich ja meistens dieses Thema. Und ich nehme mir die Zeit zu sagen, gut, ich weiß, es ist nicht morgen weg, aber ich kann jetzt, gerade jetzt vielleicht, wo ich Operationen rausschieben muss, ne, beispielsweise, kann ich wirklich regelmäßig mein Knie behandeln und kann damit meinem Knorpel auch tatsächlich Stück für Stück ein bisschen Elastizität und Festigkeit wiedergeben. Also das habe ich am eigenen Leib gemerkt und gespürt, dass man da wirklich eine gute Verbesserung herbeiführen kann. Mhm. Sehnenbänder ist, ja, das ist, kann man sagen, das tägliche Geschäft. Mhm. Also wir haben sehr, sehr viele Leistungssportler, die es schon vor dem Sport anwenden, weil sie sagen, dass dann ihr Bewegungsapparat, also gerade Sehnen und Bänder, oder auch die Muskulatur widerstandsfähiger sind. Mhm. Marathonläufer, das ist so ein Thema, wo man das wirklich gut testen kann. Ne? Ja. In harten Bedingungen. Jetzt habt ihr ja als Einzige wirklich diese medizinische Zulassung in diesem Bereich. Was hebt euch denn da so ab? Wie kam es überhaupt dazu, dass ihr diesen großen Qualitätsmerkmal überhaupt euch erarbeitet habt, ja. Was halt andere Wellnessgeräte in Anführungsstrichen einfach nicht bieten, ja. Dass man da einfach auch nochmal differenziert auf diese Sicherheitsgeschichte zurückgreifen kann. Das hat jetzt, also wir waren von Anfang an zugelassen, dann kam aber dieses große Problem mit den Brustimplantaten. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wo also die es große Schäden gegeben hat. Daraufhin hat also die EU beschlossen, sie machen ein neues Medizinproduktegesetz, sogenannte MDR. Und es müssen alle Produkte, die medizinisch arbeiten, neu zugelassen werden. Das war, gelinde gesagt, mörderisch. Mhm. Also es hat bei uns fast 2 Jahre gedauert und ich will gar nicht sagen, was es gekostet hat, weil du musst klinische Studien vorweisen. Das können sich nicht viele leisten. Ich habe ein Riesenglück gehabt, oder wir, unsere Firma, unser Team hat ein Riesenglück gehabt, weil wir von Anfang an Studien gemacht haben. Das war eigentlich so meine persönliche Leidenschaft, kann man sagen. Und auf diese Art und Weise sind wir da wesentlich schneller zum Ziel gekommen und haben nach 2 Jahren diese neue Zulassung wieder bekommen. Mhm. Wo viele, ich möchte jetzt gar nicht andere da verdammen, die das nicht haben, weil es ist verdammt, verdammt schwer, es zu bekommen. Und es kann sich auch nicht jedes kleine Unternehmen einfach mehrere klinische Studien leisten. Unser Glück, dass wir schon in der Richtung gearbeitet haben. Mhm. Das muss ich schon wirklich sagen, das war ein Riesenvorteil. Was es halt bedeutet für den Konsumenten, ist wirklich eine optimale Sicherheit und eine nachgeprüfte Wirksamkeit. Das heißt, die Geräte, mit denen die Leute nach Hause bekommen oder der Arzt ins Krankenhaus, das sind genau die, mit denen die Studien gemacht worden sind. Und auch, wir haben ja eine Zulassung für die Behandlung zu Hause, das ist eine eigene Zulassung, das darfst du auch nicht so selbstverständlich machen. Das ist dann genau dasselbe Gerät, wie der Chefarzt in der Klinik hat, nur halt ein bisschen schwächer. Und das sind dann halt schon Qualitätsmerkmale, die uns schon ein bisschen hervorheben. Ja. Und natürlich dann auch die Betreuung durch unsere Krankenschwestern, die, ich würde sagen, wirklich ganz besonders ist.
Ja, vor allen Dingen spielt ja auch die jahrelange Erfahrung mit eine Rolle. Ja, da gerade wenn man eben. Wenn ich jetzt zu Hause liege und ich habe dann hier meine Entzündung und mein Diabetes und habe dann Fachpersonal, die mir dann sagen kann, ja, da hatte ich schon 20 mit der Geschichte, dann gehen wir mal so und so vor. Das beruhigt natürlich dann auch schon mal deutlich, ja. Da haben wir gestern hat mir eine unserer Krankenschwestern erzählt, hat sie einen ganz berührenden Anruf gekriegt von einem jungen Mann, der eine Wirbelsäulen-OP hatte. Und schon ein Gerät wegen Sport hatte ein Gerät und der hat dann angerufen und gesagt, ich komme jetzt nach Hause und ich freue mich schon so, dass ich jetzt da anfangen kann und mir diese Energie wiedergeben kann und meiner Wirbelsäule da die Hilfe geben kann. Also sie hat gesagt, das war wirklich, man hat gemerkt, wie wichtig das eigentlich ist, was wir, nicht wir, ich würde sagen alle, die in dem Bereich arbeiten, was die da tun, ne? Ja, wenn du es so erzählst, spürt man aber jetzt auch noch mal ganz genau, dass es eben auch auf die Psyche wirkt. Weil ja, dieses total. Unbewusste Verlangen, ja, man hat ja gerade richtig habe ich ja durch den Bildschirm gespürt, wie wirklich der sagt, boah, ich brauche dieses Gute, diese auf Zellebene die gute Information, ja. Und ich denke, da sind wir wahrscheinlich noch in der Forschung noch nicht so ganz auf dem Stand, wo wir. Weit noch, weit, weit, weit. Aber also zum Glück haben wir ja noch wenigstens unser Bauchgefühl und unser generell Feeling, wo wir dann auch wieder da drauf hören dürfen, sollen, können. Ja. Also mein ganz persönliches Programm, das ich auch jedem gerne mitteile, wo ich mit Rotlicht wirklich gesund halten ist der falsche Ausdruck. Da gehört schon viel mehr dazu. Mhm. Aber wo man sehr viel beitragen kann, ist dadurch, dass das rote Licht eher grobmolekülig ist und die Leber ebenso. Also die Leber kann ich fantastisch bei der Entgiftung unterstützen, die Milz. Meine Lieblingsbehandlung, die Niere, die Energie, die da entsteht, das passiert, ich bin immer so vorsichtig, weil ich möchte nicht immer sagen, nur das ist es. Also das habe ich mit den Frequenzen genauso, also könnte ich das machen. Aber es sind einfach so Vorteile, die wir mit dieser Art von Medizin haben. Mhm. Und das ist einfach wirklich fantastisch. Ja. Oder die Nervengeflechte. Ich sage gerne Nervengeflechte und nicht immer die Chakren, weil wenn ich es einem Arzt erzähle, bleibe ich lieber bei den Nervengeflechten. Ja, wir haben aber zum Glück, Gott sei Dank, auch ganz wunderbare Schulmediziner mit Spezialausrichtung. Genau. Also das täglich 5 Minuten durchbehandelt. Ja. Fantastisch. Super. Ja, und das finde ich auch das Wertvolle, dass wir wirklich diesen Strauß haben an Werkzeugen, wie jetzt eure Firma auch hat. Und jeder kann ja auch mal gucken, was passt denn zu mir. Ja? Genau. Und so wie du schon ehrlich sagst, du bei 5% funktioniert es nicht. Aber wenn ich weiß, dass es bei 90% oder 95% funktioniert und ich gehöre dazu, dann ist doch wunderbar. Und dann auch wirklich den Mut wahrscheinlich dann zu sagen, ja, ich probiere das jetzt mal halt überall, wie der Arzt auch sagt, ich setze das jetzt halt auch mal bei Demenz ein. Ich meine, schaden kann es ja nicht. Nein, ja? Das ist ja der große Vorteil bei diesen Therapien, dass es überhaupt nicht schaden kann. Also es gibt keine Nebenwirkungen, außer positiven. Ja. Oder gar keine. Oder dass es eben von mir aus mal jemandem gar nicht hilft. Mhm. Ne? Ja. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen den ganzheitlichen Aspekt mit reinbringen, auch wenn wir jetzt dazu keine Studien vielleicht haben, aber wir wissen ja auch aus der TCM, dass die Leber für Wut steht und die Niere für Angst und die Lunge eben für Angst vorm Sterben oder Leben, Thema Lebensraum. Gibt es auch aus deiner Erfahrung da Zusammenhänge, dass wirklich Menschen, die dann eben thematisch diese Organe gut versorgen mit Energie, dass sich einfach auch im Umfeld, in der Struktur, im Bewusstsein was verändert? Also da tut es mir jetzt richtig leid, dass ich nicht eine unserer Krankenschwestern oder alle drei am besten da hätte, weil die berichten das immer wieder. Aber die sind so kamerascheu, ich hätte sie gern dabei gehabt. Weil die berichten das immer wieder, dass die Behandlung zu einem veränderten Bewusstsein zum Körper, aber auch zu der Wichtigkeit der seelischen Entwicklung führt. Mhm. Also das berichten sie mir immer wieder, dass dass man mit der Zeit einfach spürt, wenn ich mich auf diese Behandlung einlasse und wenn ich nicht vom Fernseher sitze und mein Knie behandle, sondern wenn ich bewusst auf mein Knie eingehe und bewusst die Energie aufnehme,
dass sich daran ganz viel tut. Mhm. Und dass man da einen ganz anderen Zugang zu sich selber bekommt. Also das erzählen sie mir immer wieder. Ich kann es leider nicht so gut, wie die drei das können. Aber vielleicht gibt es ja noch mal eine Krankenschwester-Sendung. Ja, das wäre doch wunderschön. Ich liebe ja immer diese Erfahrungsberichte. Ja, das ist immer so schön, weil Geschichten bleiben uns im Kopf und begleiten uns dann. Und es sind einfach, ja, nährende, schöne Geschichten. Und das tut einfach generell gut. Ja, das sind aber auch immer die Themen, finde ich, wenn man manchmal so... Ja, so in dieser Zulassungszeit, wenn man so ein bisschen da nieder ist, weil, was jetzt noch kommt und noch und noch. Und dann kommt, dann meldet sich jemand, so wie da gibt es zum Beispiel einen Staatsoper, einen Tänzer in der Wiener Staatsoper, der hat sogar einen Film gemacht und wo er dann sagt, das hat mir meine Karriere gerettet. Mhm. Ich hätte nicht mehr weitermachen können. Ja. Da weißt du, warum du das tust. Ja, super. Immer wieder, ne? Ja, liebe Brigitte, es war wieder so interessant. Also was heißt wieder? Wir hatten ja heute unser erstes Interview und ich fand es sehr interessant und hat mich auch motiviert, mich mit dem Thema kaltem Rotlicht nochmal weiter zu befassen. Ich hoffe, wir haben noch weitere Treffen, auch irgendwann mal in live. Ja, das würde ich mich sehr freuen. Ja, genau. Wenn man sich doch weiter noch informieren möchte als Zuschauer mit der ganzen Geschichte, wo gibt es denn da Quellen? Also unsere Homepage... Logischerweise, da haben wir auch eine Akademie-Seite drauf, wo sehr viele wissenschaftliche Artikel dabei sind. Viele Filme von Usern, von Ärzten, die berichten, von euch natürlich, klarerweise. Ja. Das ist www.repuls.at. Dann gibt es eine sehr schöne Seite in Berlin von einer Apothekerin, die, glaube ich, aber die kann man über unsere Seite dann auch erfahren. Und dann gibt es natürlich auch noch die Repuls Schweiz, wo wir auch wirklich viele Informationen gerade über die ganzen Themen der Mitochondrien sind da sehr intensiv drauf vertreten. Super. Also es gibt drei Bereiche, wo man sehr viel nachlesen kann. Klasse. Ja, dann. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein. Und bis hoffentlich Schönen bald. Gruß an das ganze Team. Ja, danke. Dir auch. Tschüss. Danke. Tschüss. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, doch so interessant, was man mit Licht alles erreichen kann, vor allen Dingen, wenn man das richtige Spektrum erwischt hat. Wenn Sie weitere interessante Interviews zu diesem Thema suchen, dann gehen Sie gerne auf unsere Webseite www.qs24.tv und da können Sie auch gerne den Namen eingeben, wie zum Beispiel Repuls, und finden dann weitere Interviews, die Kontaktdaten. Und ja, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Recherchieren, eine wunderschöne Zeit und bis bald. Tschüss.